Liebe Ansgar, ich möchte mich bedanken, dass du hast Zeit gefunden, zu uns hier zu kommen. Und ich bitte dich um eine kurze Abschlusswort, vielleicht zwei Sätze und vielleicht ein gemeinsames Gebet. Du sprichst, wir hören, wir werden mitbeten. Eine zum Beispiel, gegrüßet seist du Maria und ein Segen für uns, für diesen Sonntag, aber auch für diese kommenden Zeiten, die wir jetzt, die vor uns stehen. Wir haben auch vielleicht von dem Coronavirus, aber wir haben auch eine Mut bekommen für eine neue Kirche, für eine neue Begegnung, dass wir die Menschen begegnen, dass wir sprechen, dass wir reden, dass wir haben auch diese, sagen wir, diese Lust und diese Eifer, die anderen Menschen zu treffen. Das ist vielleicht sogar mehr als sonst. Gut, dann du hast die Stimme wieder. Okay, ein großes Dankeschön, dass wir heute Nachmittag miteinander sprechen konnten. Ich möchte Sie ermutigen, in dieser Zeit nicht nachzulassen mit dem Gebet, auch nicht nachzulassen mit dem persönlichen Kontakt über diese sozialen Medien. Und ich freue mich darüber, dass ihr in Overath diese ganzen neuen Wege geht und bin sicher, dass Gott euer Zusammensein, auch wenn ihr euch persönlich so nicht sehen könnt, segnen wird. Und dann lade ich euch ein, dass wir zusammen das Vaterunser beten und dass ich dann euch den Segen erteile. Jeder kann ja dann bei sich zu Hause das Vaterunser mitbeten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und beschütze euch alle und alle, die in Overath zur Gemeinde gehören, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Vielen Dank euch. Vielen alles Dank. Gute. Das ist noch immer noch nicht alles. Ansgar, das jetzt gehört dazu, dass alle jetzt bekommen die Stimme, dürfen sich bedanken gleichzeitig mit den Klatschen oder wie wir wollen. Das ist für uns auch eine sehr schöne Zeit. Deswegen alles Gute. Morgen früh Messe um 8.30 Uhr.